Hallöchen Leute, willkommen in Orion City zu einem neuen Pokémon Schwarz 2 Part. Im letzten Part habe ich es dann doch endlich hierher geschafft. Und ja, jetzt bin ich eben hier. Früher gab es ja hier die allererste Pokémon Arena, aber die ist ja auch schon lange nicht mehr intakt. Die gibt es halt auch nicht mehr. Das ist nämlich dieses Gebäude hier. Das ist jetzt so gesehen nur noch mehr ein Restaurant. Da war früher die Pokémon Arena halt mit drin. Wenn der Typ eines Pokémon und einer Attacke gleich ist, so steigt die Stärke. Gibt man dem Pokémon dann auch noch ein Juwel zum Tragen, steigt die Stärke der Attacken sogar noch mehr. Nette, weiß ich doch, sind doch die Basics hier. Was man in der Schule gelernt hat, bringt man jemand anderem bei und verbreitet so das Wissen um die Pokémon in der Welt. Ja, das ist richtig. So, was ist mit dem Typen da? Die Arenaleiter aus Orion City habe ich ja leider noch nicht besiegt, aber das macht doch nichts. Ich werde ein so starker Trainer, dass die mich irgendwann herausfordern wollen. Ja, träum mal weiter. Orion City, die Stadt, die nach dem Dreigestirn benannt ist. Ja, also Orion ist ja ein Sternbild, sollte man wissen. So, was ist das hier jetzt? Die Trainerschule, wir machen gute Pokémon-Trainer. Da bin ich doch schon, bin ich schon der Champ, was brauche ich noch in die Schule gehen, hä? Aber wir können mal reinschauen. Vielleicht möchte hier drin jemand kämpfen? Die Items Großlinse und Zoomlinse sind sich zwar sehr ähnlich, aber sie tragen nicht ohne Grund verschiedene Namen. Eine Großlinse erhöht die Genauigkeit auf 110%. Eine Zoomlinse dagegen erhöht die Genauigkeit auf 120%, aber nur, wenn der Träger zuletzt angreift. Pokémon, die in Sachen Initiative Defizite aufweisen, sind daher mit einer Zoomlinse besser bedient als mit einer Großlinse. Wow, du bist ja schlau. Da hat der wohl brav im Unterricht aufgepasst, hä? Sicher voll der Streber. Die Pokémon können über sogenannte Fähigkeiten verfügen, die ihnen mysteriöse Kräfte verleihen. Manche von ihnen zeigen übrigens auch außerhalb der Kämpfe Wirkung. Verfügt das Pokémon an die Spitze des Teams beispielsweise über die Fähigkeit Saugnapf oder Wertehalter, fällt es dir sehr viel leichter, Pokémon zu angeln. Das ist gut zu wissen. Wenn man sowas im Team hätte, habe ich aber nicht. Kann ich dich vielleicht für ein leichtes Ratespiel begeistern? Ja klar. Gut, dann fangen wir an. Mit welcher dieser drei Bärensorten heilt man für gewöhnlich Verwirrung? Verwirrung mit der Persenbeere? Bingo! Damit liegst du Gott richtig. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Attacke Angeberei erhöht ja bekanntlich den Angriffswert des Ziels, aber welches der folgenden Statusprobleme bekommt es dazu verpasst? Das ist dann verwirrt. Ding, 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 ding. Vollkommen richtig, hier ist dein Preis. Alexel Persenbeere, danke. Einfach nur für eine Beere so ein kleines Quiz gemacht. Wendest du in einem Doppelkampf die Attacke Angeberei auf ein Pokémon an, das eine Persenbeere bei sich trägt, erhöht sich dessen Angriffswert, die dabei entstandene Verwirrung wird durch die Persenbeere geheilt und das Pokémon dem erhöhten Angriff teilt danach umso härter aus. In Doppelkämpfen entsteht dank der Kombination aus zwei Pokémon auf deiner Seite viele Möglichkeiten dieser Art. Alter, der redet ja wie aufgezogen. Hast du etwas Zeit? Du wirkst wie jemand, der sich mit Pokémon auskennt. Darf ich dich um einen fachmännischen Rat bitten? Na klar. Oh, das ist echt nett für dir. Gut, dann werde ich dich gleich mal in die Problematik einweihen. Ich würde gerne ein Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe mit einer Attacke vom Typ Boden treffen, weißt du? Aber wie soll das bloß funktionieren? Ich komme einfach nicht auf die Lösung. Ein paar Denkansätze habe ich zwar, aber ich weiß nicht, welcher richtig ist. Jetzt bist du gefragt. Sag mir, was meine Lösungsansätze, was du davon hältst. Zuerst bräuchte ich mal deine Meinung zu ein paar Items. Um ein Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe mit einer Bodenattacke zu treffen, wäre es zum Beispiel ein Versuch wert, ihm mit Hilfe einer Attacke wie Trickbetrug oder Wechsel sich ein Item unterzujubeln. Nach längerer Überlegung bin ich darauf gekommen, dass sich dafür eventuell eine Eisenkugel eignen würde, aber vollkommen sicher bin ich mir nicht. Wie findest du die Idee? Ja, die ist klasse. Die ist toll, die ist gut, die ist toll. Oh, dann hatte ich also recht. Also, wenn du das auch so siehst, da hatte ich wohl wirklich den richtigen Riecher. Aber ja, wenn man einen Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe eine Eisenkugel unterjubelt, kann es auch mit Attacken vom Typ Boden treffen. Vielen Dank. Ich bräuchte nochmal deinen fachmännischen Rat. Hättest du kurz Zeit? Ja, komm. So, diesmal möchte ich, dass du mir in Sachen Attacken etwas auf die Sprünge hilfst. Ich suche nämlich nach einer Attacke, die es mir möglichst nach ihrem Eis, das Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe auch mit Hilfe von Bodenattacken zu treffen. Ich hätte da zuerst ja an die Attacken Katapult, Erdanziehung und Magensäfte gedacht. Welche von den dreien ist die richtige? Na, Erdanziehung. Steht da schon im Namen drin. Erdanziehung sagst du, ja, da ist was dran. Der Einsatz dieser Attacke bewirkt, dass die Erdanziehung stärker wird. So kann man sich das Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe oder solche, die dem Typ Flug angehören, mit Attacken vom Typ Boden treffen. Also, nochmal zum Mitschreiben. Nach dem Einsatz von Erdanziehung kann man also auch Pokémon, die über die Fähigkeit Schwebe verfügen oder dem Typ Flug angehören, mit Bodenattacken treffen. Ist notiert. Vielen Dank. Ja, jetzt braucht er nochmal einen Fachmann, wie viele Fragen stellst du mir eigentlich hier? So, zu guter Letzt bräuchte ich noch deinen Rat in Sachen Fähigkeiten. Es gibt wohl auch Fähigkeiten, die es einem ermöglichen, Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe mit Hilfe von Bodenattacken hier zu treffen. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, um welches sich dabei genau handelt. Mir fallen spontan nur Überbrückung, Terravolt und Turbrand ein. Jetzt müsste man nur noch wissen, welche dieser drei Fähigkeiten sich eignen. Was würdest du sagen? Eigentlich ja alle drei.
Überbrückung, weil Terabolt verfügte nur Sekom drüben, Turbobrand, nur Reshiram und Überbrücken ja doch ein paar andere auch. Aha, Überbrückung, dachte ich mir doch. Pokémon mit Überbrücken können Ziel angreifen, ohne dabei die Wirkung seiner Fähigkeit zu spüren zu kriegen. Damit kann man selbst Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe nach Lust und Laune mit Bodenattacken bearbeiten. Ja, Überbrückung ist eine richtig coole Fähigkeit. Viva Überbrückung! Vielen Dank, dank dir bin ich jetzt optimal gegen die Fähigkeit Schwebe gewappnet. Aber ich bin auch gegen Leute gewappnet, die gegen Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe gewappnet sind. Egal, mit was für Pokémon ich jetzt auch zu tun bekomme, dank der Fähigkeit Schwebe, ist mein Team einfach unschlagbar. So, wie wäre es jetzt mit einem Kampf gegen meine unschlagbaren Schwebe-Pokémon? Achso, jetzt will er doch noch kämpfen. Ja, sicher, gerne doch. Eine Herausforderung von Astrainer Otto. Wow, der hat 4 Pokémon. Na, mal sehen, was du denn hast. Ein Rotom. Voll geil. Zum ersten Mal sehen wir ein Rotom. So, in seiner ganz normalen, gemütlichen Form. Elektrogeist ist auch eine sehr besondere Typkombination und es hat halt tatsächlich Fähigkeit Schwebe. Wir wetten, alle 4 Pokémon haben jetzt Fähigkeit Schwebe hier, aber das ist mir egal. Kaskade trifft dich so oder so. Aber ich habe schon geglaubt, der hört überhaupt nicht mehr zum Reden auf. So lange Sätze. So, Zapplerang, na, seht ihr? Das ist schon mal was Fieses. Weil das hat die Fähigkeit Schwebe ist gleichzeitig aber auch ein Elektro-Pokémon. Also das tausche ich vielleicht dann doch mal lieber aus auf... Ich weiß auch nicht, vielleicht auf Zoroark. Das jetzt so tut, als wäre es Marmeline, aber damit ist er so oder so von Elektroattacken getroffen. Das ist so hässlich! Zapplerang ist wirklich... Also das, ich finde, das ist eines der hässlichsten Pokémon neben Diponidox oder so. Ränkeschmied. Hä? Ah, Geistesblitz. Spezialangriff von Bamlin steckt stark. So, Stromstoß. Fiege du dich. Überlebe. Lebe. Sehr brav. So, Zugbild verschwindet. Zapplerang erleidet Schaden durch Rückstoß. Und jetzt... Nachtflut. Das müsste jetzt schön Schaden anrichten, weil wir uns geboostet haben. Jawoll. Als nächstes Gengar. Auch ein neues Pokémon. Und Nachtflut. Zum Glück schwach gegen... Was? Viel? Nein! Leute, jetzt haben wir beide nicht getroffen. Du sollst gefälligst treffen mit Nachtflut, hallo? Das macht... Das konnte... Das hätte Fokusstoß gekonnt. Dann hätte es Zorak auf jeden Fall besiegt, aber... Habe ich nochmal Glück gehabt. Meine Attacke geht daneben, seine geht daneben. Das ist auch selten, dass beide Pokémon nicht treffen. So, und jetzt noch ein Smogma! Oh mein Gott, ja, das ist doch voll das Kiffer-Pokémon. Das hat ständig Blähungen. Ekelhaft. Nachtflut. Wie kann man nur so hässlich sein? So, Volltreffer! Und das war's. Dabei war ich doch gerade so gut drauf. Uff, und ich dachte, ich sei gegen Leute gewappnet, die gegen die Fähigkeit der Schwebe gewappnet sind. Tja, in der Praxis sieht eben alles immer anders aus als in der Theorie. Gleichzeitig beweist dieses Ergebnis aber auch, dass du großes Talent besitzt. Ja, Typ, du hättest mir auch eine Eisenkugel schenken können als Item, aber ist ja egal. Viele Leute lieben Pokémon über alles und wollen noch mehr, bis sie wissen. Um dieses Bedürfnis zu bedienen, wurde die Anzahl der Trainerschulen erhöht. Ja, das ist sehr löblich. Aber jetzt geht's mal ins Pokémon Center, Pokémon heilen. Weil hier drin habe ich mit diesen zwei Leuten hier noch gar nicht mal gesprochen. So, Pokémon heilen bitte, aber Dali, ich hab's eilig. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Kennst du die Gracidia-Blume? Mit einem ganzen Bouquet davon bringt man in der Sinnoh-Region seit jeher seinen Dank zum Ausdruck. Ah, okay. Das heißt, von ihr würde ich, wenn ich einen Shaymin besitze und im Team habe, würde ich dann halt so eine Gracidia bekommen. Dann kann es ja seine Zenithform annehmen. Habe ich aber leider im Moment nicht dabei. Schnappst du dir auch immer schön alle Pokémon? Je mehr du hast, umso mehr Spaß macht auch das Stimmen in deinem Pokédex und deinen PC-Boxen. Naja, klar. So, mich würde es überhaupt interessieren, wie sieht es jetzt aktuell mit dem Einhalt-Dex aus? Wie viele Pokémon habe ich denn jetzt gesehen? Jetzt bin ich ja wieder vielen neuen begegnet.
Also, laut einer Pokédex habe ich 240 Pokémon gesehen, aber gerade mal 55 gefangen, das natürlich nicht sehr viel ist. Ich müsste immer noch, Alter, immer noch 60 Pokémon, die ich nicht gesehen habe, das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Und auf nationaler Ebene, da habe ich 318 gesehen und 56 gefangen, ja, gerade mal eins mehr gefangen, naja, okay. Ja, also wie gesagt, bleiben wir mal beim Einodex hier, so, da müssen noch mehr Pokémon, noch viel mehr Pokémon muss ich da sehen. Also gesehen haben, damit ich da dann endlich mal ein cooles Geschenk von Eberhard Esche bekomme. Ja, da oben steht ja noch jemand rum, gar nicht gesehen, sorry. Also, wenn ich Arena-Leiter wäre, würde ich das niemals mehr aufgeben. Ach so, ja, weil die Arena-Leiter von Orion City leider auch keine mehr sind. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier wieder eine Memento-Link-Episode zu sehen bekommen, um eben zu erfahren, warum das so ist. In diesem Restaurant gibt es nicht nur köstliche Speisen, man kann auch mit Pokémon-Kämpfen seinen Spaß haben. Da kriegt man richtig Appetit. Immer hier hinein in die gute Stube, wer bei uns speist, bekommt ein buntes Programm geboten. Ja, und seht mal, hier sind auch schon die drei Arena-Leiter, also die ehemaligen Arena-Leiter. Benny, Colin und Mike. Und man hat ja damals nur immer gegen einen gekämpft, je nachdem welches Starter-Pokémon man gehabt hat, ist man gegen einen von denen angetreten. In meinem Fall war es damals sogar in Schwarz 1 bei meinem Let's Play, war es Colin, weil ich ja Floink hatte und er hatte dann Sodamark, hat dann halt das Wasser-Pokémon gehabt, um mir überlegen zu sein, aber genützt hat es ihm damals eigentlich nichts. Die drei Arena-Leiter von Orion City wären bei jeder Teegesellschaft gern gesehene Gäste. Benny setzt Pokémon von Typ Pflanze ein, er weiß also über Teeblätter Bescheid. Colin kämpft mit Wasser-Pokémon, er hat also das beste Teewasser parat. Mike ist Herr über Feuer und Flammen, er brütet den Tee also optimal auf. So sorgen sie für einen erquickenden Teegenuss. Ja, das kann schon sein. Die sind doch, glaube ich, sowieso Drillinge, die sind doch Brüder, ne? Das sind Drillinge, ne? Man erkennt man ja so ein bisschen, aber die Frisur ist natürlich jedes Mal anders und die Haarfarbe auch, aber sonst... hallo, ich schenke dir hier bei unseren Gästen fleißig Tafelwasser nach. Na klar, weil das ist ja auch so teuer. Was sagt man dazu? In der Aufführung spielt kein einziges Nagelutz mehr mit. Dafür sind hier Nagelutz in der Küche, sag bloß, die können kochen? Ja, Marda! Also wenn jetzt ein Nagelutz kochen kann, dann kriege ich aber zu viel. Ja, guck mal da. Ja, guck mal da. Kochtopf hier. Guck mal da. Die berühmte Wegemark-Aufführung des Restaurants Orion. Willst du sie sehen? Ja, klar doch. Bin ich dabei. Okay, wir werden alles geben. Okay, jedes Wegemark hört auf ein Kommando. Versammeln! Welches Wegemark solltest du also wiederfinden? Sagen wir mal, ja, warum nicht dieses energiegeladene Wegemark hier? Es trägt das Item Riesenpilz bei sich und los! So, hast du gut aufgepasst und das gesuchte Wegemark wiedergefunden? Ja klar, das ist jetzt das hier. Ja, dieses kleine Wegemark trägt seit dem Riesenbild bei sich, richtig? Ja. Ja. Und deine Antwort ist richtig. Deinen Preis, das Item Riesenpilz, erhältst du vom Grillmarkt. Alex erhält Riesenpilz. Ja, das ist leider schon das Ende unserer wunderbaren Wegemark-Aufführung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. War ja ganz nett. So, mit wem spreche ich denn eigentlich zuerst? Ist, glaube ich, völlig egal. Ich fange mal bei dir an, weil du stehst hier gerade ganz unten. Ich hoffe, du wirst den heutigen Tag in guter Erinnerung behalten. So, natürlich. Sicher doch. Hereinspazieren, willkommen im Restaurant Orion. Früher beherbergte dieses Gebäude eine Pokémon-Arena, aber der Arena-Betrieb wurde aus verschiedenen Gründen bis auf Weiteres eingestellt. Oh, lass mich mal deine Orden sehen. Da fehlt doch... ach ja, den Triorden gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja, das stimmt. Den gibt es wirklich nicht mehr. Aber dafür haben wir andere Orden bekommen. Na gut, ich will dir erzählen, was die Gründe dafür sind.
Hörst du mir überhaupt zu, Mike? Wir müssen noch viel mehr trainieren, damit wir alle schnell vollwertige Arenaleiter werden. Das sagst du jetzt so, aber wenn wir vor einem Jahr zum Schloss von Eng gegangen wären, dann wären die sieben Weisen oder das Finstere vielleicht nicht entkommen. Dann würde jetzt doch niemand mehr sagen, dass wir nur zu dritt stark sind. Da hast du vielleicht recht. Glaubst du? Aber es war ja letztendlich nicht so schlimm. Wir waren zwar nicht dabei, aber Team Plasma ist nicht mehr. Aber das meinte ich ja. Weil du immer sowas sagst, wird es sich nie ändern, dass man uns nur als vollwertig ansieht, wenn wir zu dritt sind. Du machst dir zu viele Gedanken, aber du hast nicht ganz Unrecht. Na, hört mal, ihr zwei. Ist es nicht etwas seltsam, wenn man uns nur als vollwertig akzeptiert wird, wenn man Schurken besiegt? Ich verstehe, was du meinst, aber so wird sich doch nie etwas ändern. Selbst wenn wir hart trainieren und die anderen Arenaleiter werden doch auch stärker. Wenn das so ist, stellen wir uns als eure Gegner zur Verfügung. So wie ihr aussieht, müsst ihr das Finstrio sein. Aber warum seid ihr hier? Nur aus einer Laune heraus. Zur Ablenkung. Zum Zeitvertreib. Ist doch völlig egal. 3 gegen 3? Wer zuerst einen von denen besiegt, ist der stärkste von uns dreien. Lächerlich. Abgesehen von den dreien müssen wir uns vor den Arenaleitern in Acht nehmen, damit sie uns nicht wieder in den Weg stellen. Meister Getzis wartet auf uns. Wir müssen jenes Pokémon schnappen. Was? Was soll das? Das soll doch wohl ein Witz sein. Sie waren überwältigend stark. Wir müssen es uns eingestehen. Die Arenaleiter von Orion City sind nur zu dritt richtig stark. Du hast recht. Mike, Colin, ich habe darüber nachgedacht. Solange wir zu dritt Arenaleiter sind, wird sich nie etwas ändern. Ich hätte nicht gedacht, das zuerst aus deinem Mund zu hören. Natürlich habe ich auch schon darüber nachgedacht. Also gut, wir hängen unseren Arenaleiter-Dasein an den Nagel und fangen nochmal von vorn mit unserem Training an. Wir trainieren ernsthaft, bis einer von uns als vollwertiger Trainer anerkannt wird. Man merkt, dass wir Drillinge sind, wir denken dasselbe. Dann können wir auch gleich stark werden und irgendwann wieder zu dritt Arenaleiter sein. Okay, dann müssen wir uns nur noch um den Ersatz-Arenaleiter kümmern. Den Ereignissen jenes Tages haben wir zu verdanken, dass wir unseren Kampfgeist wiederentdeckt haben. Na, hab ich doch gesagt. Also erstens, wir haben jetzt die Bestätigung, dass sie tatsächlich Drillinge sind. So, ich war mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber es stimmt ja eh. Und jetzt haben wir erfahren, warum die drei als einzige damals in Schwarz 1 bei meinem Let's Play, die waren halt als einzige Arenaleiter nicht im Schloss von N. Als die anderen dort aufgetaucht sind und gegen die sieben Weisen gekämpft haben. Da waren die drei als einzige nicht dabei, und zwar aus dem Grund, weil sie vom Finstrio aufgehalten und besiegt worden sind. Sehr interessant, also das haben wir jetzt auch endlich mal erfahren. Ich glaube, das war jetzt sogar die allerletzte Memento Link-Episode. Das müssten wir, glaube ich, wirklich alle gesehen haben. Aber konnte man noch nicht irgendwie noch gegen die drei kämpfen? Irgendwie so in so einem Doppel, also dass ich mich mit einem verbünde und gegen die anderen beiden kämpfe? Ich glaube, das war so. Ich bin Benny, mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Früher war ich mal Arenaleiter, aber nun betreibe ich hier mit meinen Brüdern ein Restaurant, um mich im Alltag mit dem Pokémon wieder mehr auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Was sagst du, kann ich dich als Partner für einen Doppelkampf gewinnen? Ja, also wie gesagt, ich könnte jetzt sagen, ich möchte mit ihm gemeinsam einen Doppelkampf gegen seine zwei Brüder. Also warum denn eigentlich nicht? Schön, wenn du mich für einen würdigen Partner hältst, dann werde ich mit allem kämpfen, was ich habe. Es ist angerichtet. Darf ich vorstellen, dieser Trainer ist mein Teampartner. Von mir bekommt ihr wie gewohnt Pokémon vom Typ Pflanze aufgetischt. Pokémon-Trainer Mike und Pokémon-Trainer Colin möchten kämpfen. Funifras wird vom Pokémon-Trainer Mike in den Kampf geschickt und Barschuf vom Pokémon-Trainer Colin. Richtig geil, ich finde das so toll, dass wir gegen die kämpfen können. Level 70, holy moly, so Maracamba. Und Abberei. Richtig geil, oder? Obwohl die jetzt keine Arenaleiter mehr sind, aber da ist wirklich noch, da besteht echt die Möglichkeit, dass man so einen Doppelkampf macht. Natürlich kommt es darauf an, mit wem man sich jetzt zusammenschließt. Aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht die beste Wahl oder was weiß ich. So, auf jeden Fall Kaskade gegen Funifras und hoffentlich ist Maracamba so schlau und greift dann Barschuft an. Das ist jetzt mal die Rotlinienform. So, Kaskade auf Funifras. Das könnte nämlich Maracamba sonst ziemlich gefährlich werden. So, aber Level 70, das sind schon relativ starke Pokémon. Aber nicht so stark, um mich zu besiegen.
So, Eisstrahl. Oh je. Aber wir haben überlebt. Also Maracamba... Nein! Maracamba ist eingefroren. Du bist doch scheiße. Maracamba ist echt eingefroren. So viel Pech muss man mal haben. So, Flampivian. Tja, das tut mir jetzt sehr leid für Maracamba. Das Blöde ist, ich kann ja auch in so einem Doppelkampf nur meine eigenen Pokémon mit Items heilen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie eine Top-Genesung Maracamba geben. Das geht, glaube ich, nicht. Hier nochmal als Beweis. KP-AP-Erholung, Top-Genesung einsetzen. Seht ihr? Ich kann nur meine eigenen Pokémon auswählen. Ich kann Bennys Pokémon, da müsste sich selber drum kümmern. Aber vielleicht macht er das noch. Also Kaskade auf Flampivian. Ja, seht ihr? Benny setzt Top-Genesung ein. Schlauer Bursche. Maracamba wurde aufgetaut. So haben wir nicht gewettet. Und Kaskade gegen Flampivian. Take this. Und schon wieder Eisstrahl. So, wehe, du frisst es wieder ein. Ich warne dich. Na, zum Glück nicht. So, Grill-Cheater. Der Cheater vom Grill. Ist natürlich von Mike, logischerweise. So, also irgendwie besiege ich im Moment erstmal alle Pokémon von Mike. So, Kaskade, Grill-Cheater. Flammenwurf. Oh je, das war's wohl für Maracamba leider. Das konnte nicht mal angreifen, voll blöd. So, Grill-Cheater, was, hat ein paar KP verloren? Warum wohl? Verstehe ich nicht ganz, ne? Vielleicht hat es ein Leben-Orb gehabt, dann ist es noch ein bisschen stärker. So, dann verliert es ja und so weiter. Egal, Grill-Cheater hat sowieso verloren. So, Eisstrahl, natürlich jetzt gegen... Abmorein nicht sehr effektiv zum Glück. So, Tentantel. Hey, cool. Benny hat einen Tentantel. Nicht schlecht. So. Okay, na dann. Naja, Kaskade. Ich mach mal lieber den Vielender. Vor allem mit einem Volltreffer richtig geil besiegt. So, was nun? Blattgeißler leider fehlgeschlagen. Und Lashuking. Endlich bekommen wir das mal zu Gesicht. Viel Ender. Und weil du ja was so Psycho bist, ist das sehr effektiv gegen dich. Und Karadon ist auf Level 69. Und zu guter Letzt setzt Tentantel erst noch den Fluch ein. Initiative sinkt, aber Angriff steigt und Verteidigung steigt. So, letztes Pokémon Soda Cheater natürlich. Passt ja auch. Das sieht überhaupt total komisch aus, dass du immer so freundlich winken. Viel Ender. Kraftschub. Das wird dir nicht viel nützen. Ich finde, das hat die witzigsten Haare. So, viel Ender war es abgewehrt. Ey, beide Attacken sind daneben gegangen. Müssen mich verarschen? Du sollst gefälligst treffen. Kraftschub nochmal. Das will sich jetzt aber boosten. Das letzte Pokémon, das will nochmal ordentlich alles aus sich rauskitzeln. Level 72 vor allem. So, triff! Und besiege es. Besiege den Wasseraffen. Ah, knapp, aber die Blattgessel erledigt den Rest. Jawohl, wir sind ein echtes Dreamteam. Pokémon-Trainer Mike und Pokémon-Trainer Colin sind besiegt. Puh, ich gebe mich geschlagen. Ihr seid echt ein Spitzenteam. Unglaublich, ich, der große Colin, soll verloren haben? Alter, die geben aber mal richtig fett Kohle. 34.560 Pokédollar mit dem Münzsammler, das ist richtig viel Knete. Darf ich abräumen? Ich hoffe, die Taktik meines von mir persönlich ausgewählten Teampartners hat euch gemundet. Ich selbst habe wie gewohnt Pokémon von Typ Pflanze eingesetzt. Ich bin überrascht, du bist wirklich extrem stark. Erwärst du mir mal wieder die Ehre, mit mir im Team zu kämpfen? Es gibt noch viel, das ich von dir lernen möchte. Naja, können wir ja mal gerne machen, aber ich glaube, wenn, dann werde ich mich vielleicht noch mit einem seiner Brüder mal zusammenschließen. In dem Part jetzt nicht mehr, aber ihr habt gesehen, dass das halt möglich ist. Es müsste halt auch noch möglich sein, dass, wenn ich jetzt dann eben Mike anspreche, dass ich zu seinem Teampartner werde und umgekehrt geht das mit Kohle natürlich dann auch. Aber wenn, dann irgendein anderes Mal. Jetzt ist auch fast keine Zeit mehr. Sind meine Pokémon jetzt eigentlich geheilt worden nach dem Kampf oder nicht? Nö, natürlich nicht. Fiesmann, hätten sie ruhig machen können. Na gut, dann halt noch mal ins Pokémon Center. Was soll's? Ich glaube, den Part werde ich jetzt eh beenden. Das hat gut gepasst und das mit der Memento Link Episode war auch sehr schön.
Aber das müsste jetzt, glaube ich, wirklich die letzte gewesen sein. Mir fällt nämlich keine weitere Memento Link-Episode mehr ein. Wir haben schon einige gesehen. Und das glaube ich zumindest wirklich, dass das die letzte war. Ich müsste im Internet nochmal nachgucken, ob das stimmt, aber ich glaube wirklich, dass das jetzt die letzte Memento Link-Episode überhaupt gewesen ist. So, Typi, nochmal ein paar Sachen kaufen hier, bevor Schluss ist. Hyperbälle noch zwei. Alleine 75 Hyperbälle ist auch über. Aber seht euch an, wie viel Geld ich schon wieder habe. Das ist einfach geil. Einfach Hammer. So, da kann man jetzt, eigentlich kann man richtig schön prassen mit dem Geld, aber vielleicht auch nicht. Wichtigstens ist immer noch der Topschutz, dass ich rufe einen wilden Pokémon, aber es sind wieder 100 Stück. So, alles 762.000 immer noch. So, was verkauft denn der Typ hier unten? TM-Abteilung, was hast du denn so? Gedankengut und Protzer für jeweils 80.000, leck mich an die Füße. Der Anwender konzentriert und beruhigt sich. So werden Spezialangriff und Spezialverteidigung versteuert. Komm, gib mal her. Jetzt kann ich mir das eh leisten, mal ein schön Geld ausgeben. Die TM4 war das, ein Protzer. Der Anwender spannt seine Muskeln an und steigert den Angriff und Verteidigungswert. Also genau das Gegenteil. Und Nummer 8, bitteschön, dankeschön. Jetzt habe ich 160.000 ausgegeben für beide zusammen, aber ich habe immer noch über 600.000. Schnäppchen. Ja Leute, dann würde ich mich gerne mal verabschieden und im nächsten Part geht's aber noch nicht nach Gavina, sondern es gibt hier hinten noch einen besonderen Ort, nämlich die Traumbrache. Und da möchte ich auch ganz gerne hin. Und deswegen sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz 2. Ciao!